Und da sind wir auch schon wieder, immer noch in unserer Höhle. Und ich habe immer noch Angst, da unten runter zu gehen. Aber die sind da zum Glück erstmal eingesperrt, können uns hier oben nichts. Während wir uns über die Kohle hermachen. Wir haben auch noch genug Holz dabei. Können uns also Stöckchen bauen. Jetzt muss ich ja doch wieder runter. Wie komme ich da denn jetzt an den Rest Kohle dran? Also sonst sage ich immer, wir haben zu viel Kohle, jetzt haben wir momentan zu wenig Kohle, weil wir brauchen mehr Fackeln. Dass wir so ein bisschen jetzt so einen zweiten Ausgang haben, gefällt mir natürlich auch. Ist immer schön, einen Fluchtweg zu haben, den man gehen kann, wenn der andere Weg gerade voller Creeper ist. Das macht aber auch nicht den Anschein, als würde es hier ruhiger werden. Fuck. Und wieder ein Mob besiegt. Nervlich gesehen ist das hier die spannendste Höhle, die ich seit langem gesehen habe. Okay. Ich muss sagen, ich spiele momentan auch wirklich nur auf Peaceful. Ich höre Schritte. Kohle haben wir hier genug. Sorry, wenn ich gerade ein bisschen ruhiger werde, aber ich achte jetzt momentan wirklich nicht mehr so auf das, was ich sage, sondern auf jedes Geräusch, was ich hier höre. Damit, falls uns jetzt ein Creeper auf den Kopf fällt, man ihn rechtzeitig bemerkt. Es ist ruhig geworden. Können wir auch eine Fackel reinsetzen. Es ist ruhig. Zu ruhig. Das wollte ich auch schon immer mal sagen. Also wir merken uns, dort unten sind jede Menge Skelette, die wir wahrscheinlich nur mit einem Kamikaze-Angriff besiegen können. Sprich, wir ziehen uns unsere Eisenrüstung rüber, stürmen in die Höhle, machen alles platt, zerstören den Spawner und machen uns über die Kiste her. Aber bis wir eine Eisenrüstung haben, dauert lange und noch länger. Deshalb packe ich jetzt die Wolle hier rein. Die schwarze Wolle auch. Das Eisen, was wir gefunden haben. Die Kohle, die wir gefunden haben. Den Baum, den wir auch gefunden haben. Pfeile, Knochen, Federn. Das hier. Jetzt nehme ich noch genug mit, um vier Fackeln zu machen oder vier, ich würde lieber wieder bauen. Aber das für euch ja langweilig ist, mir ständig nur beim Bauen zuzugucken. Stürmen wir jetzt in diese Scheißhöhle. Mit Volldampf, holdi roh, holdi hi, holdi ha. Und da sagt man immer Survival of the Fittest. Wenn man sich das Spiel anguckt, müsste eigentlich Survival of the Feigest richtiger sein. Ich weiß, hier oben gibt es auch noch diese eine Ecke, die wir noch nicht haben. Wo war die hier? Da lang. Aber das machen wir dann später. Jetzt gucken wir uns wirklich erstmal diese Höhle da unten mit diesen ganzen Skeletten an. Unterwegs begegnet uns wahrscheinlich noch ein Creeper, der uns gleich abmurkst.
Oder auch nicht. Ich meine, da kam einer von oben. Nö. Also Angriff von beiden Seiten brauche ich für das Letzte, was wir jetzt hier brauchen. Idealerweise machen wir einen Überraschungsangriff von hier. Machen eine Fackel rein. Vielleicht sehen wir jetzt ja schon mal etwas Grünes, Ekliges, Schleimiges. Etwas Grüneres. Ich finde, die Monster sind einfacher zu besiegen geworden. Ich weiß nicht, ob das jetzt an dem Patch liegt oder ob ich besser geworden bin. Da ich zum Teil meistens nicht besser werde, liegt es eher am Patch. Wow. Ah! Deckung gehen. Schnell. Und wo kommen die? Da hinten. Scheiße. Sind das viele? Verdammt. Ihr seht gar nichts. Ich weiß. Oh. Ihr habt jetzt gar nichts gesehen. Ich weiß. Aber es waren vier Skelette. Ja, genau. Nachts spawnen. Was ist das da? Achso, das ist nur so eine Ecke, die da. Da vorne winkt schon die Heimat. Und noch ist hier kein Mob zu sehen. Was? Wofür ich ausgesprochen dankbar bin. So, aber ich finde, wir erforschen diese Höhle jetzt zu Ende. Und da ich ja gesagt habe, ich sterbe für euch nur zweimal. Was ist denn da? Achso, da war auch ein Lavastrom. Ja, super! Nachts, wenn der Creeper grüßt, oder wie würde ich das nennen? Dann gehen wir halt so rum zum Haus. Da ist ein Creeper gerade auf die Fresse gefallen. Und solange wir in Bewegung sind, können die uns eigentlich auch nichts tun. Gut. Ah, dieses Geräusch mag ich. Rein da. Tür zu. Nein. Tür zu. Oh. Also wer sich jetzt beim letzten Mal beschwert hat, dass die Folgen... Also ihr habt unten euren Privatzoo, nicht hier oben. Also wer sich beim letzten Mal beschwert hat, dass die Folgen nicht actionreich genug sind, dem wird diese Session hier wirklich gefallen. So. Ja, wir wollten jetzt hierfür erstmal einen Waypoint einrichten. So. Das machen wir dann auch mal ein bisschen anderen Farbe. Hier so lila. Lila, schwultuntig. Jetzt würde ich sagen, wir machen uns... Nee, ich habe gesagt, ich sterbe zweimal. Wir gehen jetzt da rein. Wir kämpfen uns bis dahin durch. Dann stelle ich den ganzen Mist hier auf Peaceful runter und wir gucken uns diese Höhle an. Oder wir gucken uns zumindest an, ob es sich lohnt, irgendwie dort weiterzukämpfen. Oder ob da kein Monster-Spawner ist. Ich möchte auf jeden Fall wissen, was da unten ist. Wir haben jetzt gleich drei Episoden mit dieser Höhle vertan. Und ich möchte jetzt wissen, was da unten ist. Und wenn wir noch zweimal sterben, wäre das für euch doof. Ich meine, für mich wäre es nicht doof. Ich laufe die Strecke gerne. Ich finde unterwegs Wolle und Federn und Blümchen. Ich bin ein ausgesprochen toller Blümchenpflücker. Hab jetzt mit dem Start von Cataclysm auch mit Blümchenpflücken ordentlich Geld verdient. Also mir macht das absolut nichts aus. Nur ich will euch ja nicht langweilen. Und deshalb... Um euch nicht zu langweilen, stelle ich das jetzt auf Peaceful runter. Sobald wir da sind. Und ich werde im Robbyboard nach dieser Aufnahme, also quasi heute... Das ist jetzt doof gesagt, denn für euch ist heute...
Also sobald ich hier fertig bin, werde ich im Raupi-Board eine Umfrage starten, wo ihr angeben könnt, ob ich in brenzlichen Situationen ruhig auf Peaceful stellen darf, um so ellenlange Wiederholungsmärsche zu vermeiden. Oder ob ich, oder ob das jetzt eine einmalige Aktion ist und ihr mir wirklich zumuten wollt, nächstes Mal diese Räume wirklich durchzukämpfen. Ich bin sehr gespannt auf eure Ergebnisse, ob ihr mit... Ach nein, noch steht nicht auf Peaceful. Ob ihr Mitleid mit mir habt oder ob ihr mich in die Hölle schicken wollt. Es liegt an euch, nicht an mir. Wenn wir irgendwann mal wirklich ein Großprojekt auf dieser Welt bauen, ich weiß nicht, irgendwas Interessantes, Spannendes, ein Todesstern aus Star Wars vielleicht. Ich werde auf jeden Fall da auch irgendwann mal, sobald wir hier Fuß gefasst haben, richtig. Ich meine, wir spielen gerade mal 5 Stunden auf dieser Welt, da kann man nicht wirklich davon sprechen, dass wir Fuß gefasst haben. Werde ich eine Umfrage starten, ob wir ein Großprojekt machen wollen und was. Ich werde Vorschläge von euch annehmen. Vielleicht, da das Ganze ja doch irgendwie mit dem Kartdex verbunden ist, ein riesen Pokémon-Raupi oder... was weiß ich... Ich lasse mir da von euch Vorschläge machen. Ich werde dann auf jeden Fall Skizzen anfertigen und das so gut ich es kann bauen. Ich könnte mich auch auf eine Burg einigen, aber eine Burg ist Standard, das baut jeder. Wir könnten Super Mario in groß bauen. Wir könnten einen Tempel aus Zelda nachbauen. Für den möchte, wenn ihr was nachgebaut haben wollt, möchte ich allerdings schon genaue Bilder haben oder wenigstens ein YouTube-Video, wo man den sehen kann. Wir könnten das Schloss aus Super Mario 64 bauen. Eigentlich, wir könnten alles bauen. Vor allem, wo ich hier schon diesen tollen Mario-Skin habe, würde doch ein Super Mario-Schloss... Da könnte ich mir vielleicht auch mal einen neuen suchen. Irgendwie. Ist aber schon niedlich. Wo war ich? Könnten wir ja schon irgendwas Mario-likes bauen. Aber erstmal jetzt diese Höhle, dann auf Peaceful runterschalten. Und dann... mich zur Ruhe kommen lassen und nicht auf mein Gelaber hören. So. So, jetzt ist auf Peaceful. Und wir können jetzt ganz entspannt da runtergehen. Und die Monster töten. Aber bevor wir jetzt da runtergehen und auf Peaceful die Monster töten, mache ich einen kurzen Schnitt und wir sind gleich wieder da.